Hallo und schön, dass du in meinen Kanal hineinschaust. Heute habe ich eine ganz tolle Bastelidee für dich, die eigentlich kaum 10 Cent kostet. Wenn du eventuell schon ein Tablett oder einen Rahmen aus Holz zu Hause hast. Wir brauchen dazu einfach nur Sand, etwas Tapetenkleister, ja, und vielleicht Muscheln, die du selber am Strand gefunden hast oder einfach so ein Bastelpack, den gibt es ja als Dekomaterial auch ganz, ganz günstig. Die Muscheln, die du hier siehst, hat mir meine Tochter mitgebracht, die war zur Klassenfahrt zum Austausch in Frankreich und hat die mir die vom Atlantik mitgebracht und daraus habe ich dann Abdrücke gemacht aus Beton. Auch das findest du in meinem Kanal. Und so entsteht nach und nach eine ganz tolle maritime Deko. Aber hier haben wir was ganz Besonderes, weil es ein Abdruck ist von deinen Lieben, von deinen Kindern oder von wem auch immer. Eine ganz tolle Erinnerung, einfach zu machen, günstig zu machen. Und jetzt genug geredet, wir fangen an mit den Spuren im Sand. Und auch dieser Fußabdruck jetzt in 3D von einem meiner Söhne habe ich auch gemacht und das ist eine ganz tolle Erinnerung. Und da ist das Mittelteil aus Beton oder man kann auch gießfähigen Ton nehmen gemacht und außen ist dann der Sand mit dem Kleister und den kleinen Muscheln. Und das ist so eine schöne Erinnerung. Und hier ist das Gegenstück dazu vom Zwillingsbruder. Ich nenne die Bastelarbeit jetzt Spuren im Sand. Vielleicht fahrt ihr ja noch in Urlaub ans Meer oder habt vom Meer Sand mitgebracht und Muscheln, da kann man das toll verwenden. Oder in dem Vogelsand oder in anderen feinen Sand. Vielleicht noch ein paar Muscheln dazu. Hauptbestandteil ist aber erstmal Wasser. Es kommt jetzt darauf an, wie viele mischen wollt, weil wir brauchen auch noch solch einen Rahmen. Das ist jetzt hier ein Tablett. Da müsst ihr nur darauf Acht geben, wenn ihr auch ein Tablett nehmt, dass das hier rau ist. Dass es nicht versiegelt ist und ganz glatt und lackiert, sonst hält das. Und haftet das sehr schlecht. Dann muss man den Untergrund erst rau machen, also richtig gut anschleifen. Und dann funktioniert das auch. Das war jetzt ein Dreier-Set. Also es war ganz günstig. Da habe ich für 3 Stück gerade mal 4 Euro bezahlt. So, das ist meine Grundlage. Dann brauchen wir Tapetenkleister. Und zwar Tapetenkleister für schwere Tapeten, weil es soll richtig halten. So, ich habe jetzt ungefähr 200 Milliliter Wasser hier drin. Es kommt darauf an, wie viel ihr an Sand braucht für euren Rahmen, wie groß der ist. So, und dann mache ich jetzt erstmal 5 Esslöffel rein. So, das rühre ich einfach durch und dann muss das mal ein bisschen andicken. Das geht eigentlich ganz fix. Das Wasser ist ein bisschen lauwarm, dann geht das auch noch mal ein bisschen schneller. Ich nehme dazu jetzt ganz gern so einen Rührlöffel. Einen Esslöffel, den benutze ich dann immer für die Bastelarbeiten. Und nachdem das jetzt ein bisschen dann angedickt ist, dann streuen wir schon den Sand ein. So, wie gesagt, wir lassen es einfach mal 10 Minuten stehen und lassen es andicken. Es ist jetzt gut angedickt, immer mal zwischendurch rühren. So, jetzt streuen wir nach und nach den Sand ein. Jetzt seht ihr, wie eine schöne Pompe das gegeben hat. Und es muss auch ziemlich fest sein. So, und dann müsst ihr halt ausprobieren, wie viel Sand ihr braucht. Gut rühren. Das muss wirklich schön fest werden, weil wir wollen ja dann im Sand den Fußabdruck oder den Handabdruck, also für mich sind es Spuren im Sand, wie wenn man jetzt am Strand entlang läuft. So, und das muss so fest sein, dass es nicht verläuft, sonst sehen wir die Spur nicht. Ich schätze mal, ich habe jetzt ungefähr 400 Gramm Sand drin.
So eine richtig schwere, feste Pampe, kaum dass was noch rumkriegt. Ich arbeite da wirklich sehr gern mit. Da mache ich auch Gießformen raus, die jetzt dann aushärten und wirklich ganz stabil bleiben. So. Ja, so langsam kommt's. Ein bisschen noch. Und das verteilen wir dann, wenn es so richtig schön fest ist, in den Rahmen gleichmäßig. Man macht das so ein bisschen auseinander. Und dann guckt man, man drückt ein. Verläuft es noch? Ja, ein bisschen. Also muss Sand rein. Wenn da mal ein Holzchen drin ist oder ein Seegras oder so, ich würde es drinnen lassen. Ich finde das richtig schön. So, jetzt fängt es an anzuziehen, richtig. So, und dann tun wir es jetzt in Rahmen und verteilen das. Wenn noch ein bisschen loser Sand drin ist, das vermischt sich noch und hält dann auch. So, und jetzt schön verteilen. Der ist schon richtig schön schwer. Geht ganz gut mit dem Löffel. Könnt ihr auch eine Spachtel nehmen oder was ihr wollt. Man kann auch die Hände nehmen, da würde ich aber jetzt die Handschuhe anziehen. Obwohl, es macht auch nichts. Wenn man es an den Händen hat, ist das ja nur Kleister und ganz normaler Sand. Richtig schön verteilen. Muss doch mal die Finger beinehmen, es geht besser so. Schön reindrücken bis in die letzte Kante. Kann man dann auch noch mal machen, nachdem man schon den Abdruck gemacht hat. So, dann brauchen wir ein bisschen Haushaltsöl, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, was ihr zu Hause habt. Und damit cremen wir jetzt erstmal das Füßchen ein, desjenigen, der jetzt den Abdruck macht. Sonst zieht uns das alles hoch. So, das ist jetzt erstmal der Untergrund. Ich finde ihn gerade so schön, dass er aussieht, wirklich wie von den Wellen eingeschwemmt. So, jetzt habe ich das Öl. Dann wird das Füßchen ein bisschen eingestrichen, gerade von unten her. Braucht gar nicht viel sein. So, bei kleinen Kindern würde ich es empfehlen, auf jeden Fall am Fußboden zu machen. Jemand hält das kleine Kind fest und dann Füßchen eincremen. Und dann eintunken. So, ihr sucht euch die richtige Position. Fuß langsam drauf. Eindrücken. Mal vielleicht die Zehen ein bisschen nachdrücken. Wenn das beim ersten Mal nicht klappt, gar nicht schlimm. Fuß raus, schön auseinander gemacht. Und dann von vorne. So, langsam wieder hoch. Muss ich nochmal machen. Warum bist du jetzt nicht hochgegangen? Nee, bist du nicht. Muss man nochmal machen. So, den Fuß streichen wir jetzt ein mit Öl. Muss gar nicht so viel sein. Bei kleinen Kindern bitte macht es am Boden. Jemand hält das Kind von hinten fest. Ihr cremt das Füßchen ein mit dem Öl und drückt es dann rein. Klappt es beim ersten Mal nicht, kein Problem. Fuß raus, wieder flach machen und dann von vorne. So, wir setzen vorsichtig auf. Drücken nach unten, die Zehen so noch ein bisschen, braucht gar nicht so wahnsinnig viel sein. So, warten einen Moment, können noch mal so ein klein bisschen rütteln und dann gehen wir vorsichtig hoch. So, und dann haben wir einen ganz tollen Abdruck, auch wenn hinten mal ein bisschen bei der Ferse weggeht. Dann einfach das wieder drauf. So, und so haben wir einen ganz tollen Fußabdruck im Sand. Händchenabdruck, das könnt ihr alles machen. So, der Fußabdruck ist jetzt dann soweit fertig. Und dann habe ich einfach noch Sachen vom Strand. Und das drücke ich in den weichen Sand hinein. Auch meine Muschel verkehrt rum. So wie es gerade kommt. Das haben meine Kinder am Strand gesammelt. Frau Fehmarn,
Schönhagen an der wundervollen Ostsee. Und da mache ich immer solche Erinnerungen draus. Auch eine Flaschenpost habe ich schon draus gemacht. So eine Anschwimmflasche, die zeige ich euch dann auch noch. So, und dann könnt ihr ausdekorieren, wie ihr das wollt. Wir lassen es 2 Tage trocknen und dann gucken wir mal. Ab und zu ist eventuell das noch ein bisschen feucht und verläuft euch minimal, dann einfach mal einen Finger genommen und das wieder ein bisschen in Form gedrückt. Wenn euch das zu sehr passiert, dann muss das wiederholen. Füßchen wieder raus. Gut, nochmal, man kann auch hier nochmal in diesem Rahmen noch Sand einkneten wie Knetgummi. Dann wieder schön flach machen mit der Hand. Füßchen mit Öl eincremen und dann Fußabdruck aufs Neue. Unsere Spuren im Sand haben jetzt schon einmal 5 Tage getrocknet. Das dauert wirklich lange, weil wir eine dicke Schicht haben und es wirklich sehr feucht ist. Nochmal als Tipp dazu: Es kann wirklich sein, dass es am Anfang euch nochmal zuläuft, weil es doch noch flüssiger ist als gedacht. Dann lasst es einfach mal stehen, auch mal 4, 5 Stunden und streicht es natürlich vorher wieder glatt und gebt dann nochmal das Füßchen als Druck hinein. Das kommt vor, nicht immer, aber wenn das passiert, einfach mal in Ruhe noch stehen lassen und dann nochmal ein neuer Abdruck vom Füßchen probieren und machen. Das ist alles kein Problem, das geht. So, ich würde es wirklich insgesamt 2 Wochen bestimmt flach liegend stehen lassen. Dann kann man es aufstellen, man kann es aufhängen, wie man möchte. Und dann als Tipp nochmal, wenn man die Spur dunkler haben möchte, dann nimmt man einfach ein bisschen Speiseöl, einen kleinen Pinsel, am besten so einen Borstenpinsel und tupft sich den ganzen Fuß ein bisschen mit diesem Speiseöl dunkler. Das hält sehr lange, man kann es auch immer wieder mal probieren und dann kommt das noch toller hier raus. Unser Sandabdruck ist jetzt soweit getrocknet und dann zeige ich euch noch mal, wie ihr das noch ein bisschen dunkler bekommt. Dann nehmt ihr einfach Speiseöl und tupft euch den ganzen Fuß mal nach oder auch das Händchen, wie ihr euch entschieden habt, und dann wird das ein klein bisschen dunkler. Das hält eine ganze Zeit, das kann man nach einer Weile wiederholen und dann sieht man es, als wäre es ein nasser Abdruck. Das geht aber wirklich nur mit Speiseöl, wenn es ganz trocken ist. Und dann seht ihr, wirkt schon ganz anders. Aber wirklich tupfen, nicht streichen. Auch ihr müsst da nicht überall hinkommen. Hat man ja beim Abdruck im Sand im Meer dann auch nicht. So, und dann ist der Abdruck schon fertig. Und dann hoffe ich sehr, meine Idee hat dir gefallen. Du kannst gut nacharbeiten. Wie gesagt, lass dir wirklich Zeit mit dem Trocknen. Das ist ganz wichtig. Und dann denke ich, das ist eine tolle persönliche Bastelidee. Und gerade wenn man Kinder hat, eine richtig tolle Erinnerung. Auch vielleicht an den Urlaub, wenn man die Sachen nimmt, die man selber am Strand gefunden hat. Und dann ganz liebe Grüße, tolle kreative Zeit und bis wieder mal. Tschüss. Die Hand- und Fußabdrücke, die du hier siehst, auf einem rustikalen Holzbrett mit Muscheln aus dem Urlaub, die sind auch mit Kleister angeklebt, der mit Sand vermischt ist, habe ich von meinen Kindern auch selber gemacht. Das waren dann auch Schablonen aus dieser Kinderknete, die ich dir zwar schon gezeigt habe. Und das ist eine ganz tolle Erinnerung. Und die hängt mit einem Fischernetz mit Deko bei uns im Bad.